Anmachen wäre nicht schlecht hier. Dann nehmen wir nämlich auch auf. So, ungewohnte Perspektive, heute mal vor der Kamera. Genau. Nach 3 Jahren zieht der Ulmer Poetry Slam vom Theater, von der Podiumbar nach hier hinten ins Roxy. Er ist schon dahin gezogen. Es gab letzten Samstag schon die erste Aufführung. Und damit endet unsere Zeit als Video-Poetry Slam-Aufzeichner. Die SVP macht als neuer Medienpartner weiter. Genau, die haben jetzt vom ersten Slam schon Videos online. Wir haben die da unten verlinkt. Schaut drauf, gebt denen auch Feedback. Wir haben es jetzt 3 Jahre lang gemacht, die fangen erst damit an. Und wir machen jetzt im Sommer ganz anders weiter. Genau. Und es wird noch Sachen aus der Konserve geben. Wir haben noch aus den letzten 3 Jahren die Highlights, die wir das nach und nach geben. Genau, 1,2 Terabyte an Videos haben wir da rumliegen. Und es gibt noch ein Dead or Alive. Aus diesem Frühjahr haben wir auch aufgezeichnet. Der kommt dann auch irgendwann die nächsten Tage, Wochen. So, dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch Danke zu sagen für die letzten 3 Jahre, dass ihr Abonnenten wart bei uns und die Videos angeschaut habt. Wir danken noch Michael Sommer, der den Slam überhaupt nach Ulm gebracht hat. Und wir danken Ernst Abrazzo, der gerade hinter der Kamera steht und uns unterstützt hat in den letzten Jahren mit Equipment und ausgeholfen hat und auch beim Dead or Alive mitgefilmt hat. Dann war's, danke, ciao. Ciao. Ha ha ha.